Heute geht es um die Beantwortung der Frage, was die Hintergründe dafür sind, dass die Hochtonfrequenztherapie so effektiv ist. Mir ist keine andere nicht-medikamentöse Therapie gegen Schmerzen bekannt, die so schnell wirkt und deren Wirkung zeitlich so anhaltend ist wie bei der Hochtonfrequenztherapie. Mit den Hintergründen dafür beschäftigen wir uns jetzt in diesem Teil 9 des Infodienstes. Zunächst ein Beispiel aus meiner Praxis. Eine ältere Dame mit stark ausgeprägter Arthrose im Knie wird nach einer nur einmaligen, einstündigen Behandlung mit Hochtonfrequenztherapie sofort schmerzfrei. Diesen Zustand konnte die Dame gar nicht gleich fassen, weil sie schon viele Jahre unter starken Schmerzen litt. Sie ist an den Behandlungsort nur deshalb gekommen, weil es dort einen Fahrstuhl gibt und sie Treppen überhaupt nicht mehr bewältigen kann, wegen der starken Schmerzen im Knie. Die Behandlung dauerte für die Patientin eine Stunde und war sehr erfolgreich. Nach der zögerlichen Bestätigung durch die Patientin selbst, dass sie im Moment nach der Behandlung schmerzfrei war, bat ich sie gleich zur Demonstration, 10 Stufen im Treppenhaus hinunterzugehen und wieder hochzukommen. Das machte sie anscheinend mit großer Freude und zum Erstaunen der medizinischen Fachleute, die sich das Spektakel gern anschauten. Die Fachleute kannten die Patientin nämlich persönlich schon jahrelang und hatten es niemals geglaubt, dass sie jemals wieder die Treppe bewältigen könne. Und das auch noch mit der Bemerkung von ihr selbst, dass sie auch beim Treppensteigen schmerzfrei ist. Nun sagt diese Momentaufnahme zwar etwas über die Schnelligkeit der Wirkung, jedoch noch nicht viel darüber, wie anhaltend die Schmerzfreiheit bei dieser Patientin ist. Regulär werden 10 solcher Sitzungen a eine Stunde durchgeführt. Das passierte dann auch in der Folge mit dieser Patientin. Ich weiß zumindest, dass sie nach den 10 Behandlungen 6 Monate lang schmerzfrei war und sich ungehemmt, gehend, ohne Hilfsmittel bewegen konnte. Später waren dann sicher wieder 2 bis 3 Behandlungen nötig. Das ist kein Einzelfall, den ich hier beschrieben habe. Wer mein Buch über die Resultate bei Hochtonfrequenztherapie gelesen hat, weiß, dass wir bei sensationellen 80% Erfolg liegen. Die generelle Erklärung dafür haben wir eigentlich in Teil 8 des Infodienstes erlernen können. Die Erklärung hat 2 Gründe. Erstens, die unbegrenzte Eindringtiefe in das menschliche Gewebe. Zweitens, die über die volle Behandlungszeit vorherrschende Einwirkung auf das Gewebe. Der erste Punkt ergibt sich aus der hohen Zahl von Aktionspotenzialen, die es nur bei der Hochtonfrequenztherapie gibt. Der zweite Punkt ist das Ergebnis der perfekten Nachahmung der natürlichen Abläufe im menschlichen Gewebe durch elektromagnetische Frequenzen. Dadurch wird die Zelladaption ausgeschaltet. Aber diese beiden Punkte zur generellen Erklärung genügen uns heute nicht, um die Hintergründe dieser hervorragenden Wirksamkeit zu erklären. Kehren wir zum Beispiel Knie zurück. Hier sprechen wir bei Arthrose von der Gonarthrose. Eine Stunde bei stationären Geräten und üblicherweise 6 Stunden bei mobilen Geräten, wie bei Vivotrum Premium, sind üblich. Was passiert während der Zeit im Gewebe? 5 Punkte. Erstens, die Entzündung wird abgebaut. Zweitens, Schwellungen gehen zurück. Drittens, das Irritationsprinzip vermindert das Schmerzempfinden. Viertens, die Zellkommunikation wird wiederhergestellt. Fünftens, es kommt in starkem Umfang zu gewünschten Stoffwechselreaktionen. Nun gehen wir zu diesen Punkten etwas näher in die Erklärung. Wenn die Entzündung abgebaut wird, verschwindet der Schmerz, denn allein die Entzündung ist verantwortlich für den Schmerz. Durch Flüssigkeitsaustausch aufgrund der Schüttelbewegung der Zellen erreichen wir, dass Schwellungen vermindert werden. Eventuelle Raumforderungen gehen zurück und
vermindern somit Entzündung und Schmerzen. Das Irritationsprinzip bedeutet nichts anderes, als dass durch die Frequenzen die Schmerzmediatoren im gesamten menschlichen Körper wieder gleich verteilt, sozusagen verschüttelt werden. Das erfolgt auf ein Maß wie vor der Schmerzsituation. Die sensiblen Schmerzmediatoren bleiben also nicht mehr konzentriert angesammelt beim Knie, sondern sie verteilen sich wieder auf das biologische normale Maß im menschlichen Körper. Jeder kennt oder kann sich vorstellen, dass jemand mit Zahnschmerzen bei der Arbeit mit dem Hammer sich am Daumen verletzt, schnell das Empfinden für die Zahnschmerzen dabei mindert. Ursache ist das Irritationsprinzip. Die zuvor am Zahn konzentrierten Schmerzmediatoren wandern ab zum verletzten Daumen und erzeugen dort wahrnehmbaren Schmerz. Zum vierten Punkt mit der Zellkommunikation. Mit der Zellkommunikation ist die Grundlage für die wunschgemäße Wirkung überhaupt erst gelegt. Im Gegensatz zu TENS wird bei der Hochtonfrequenztherapie die Nervenverbindung wieder aufgebaut und bestehende Blockaden in den Zell-Zell-Kanälchen zwischen den Nervenzellen freigelegt. Damit kommuniziert das Knie wieder mit dem Stammhirn im Kopf. Das ist wichtig für die weitere Behandlung durch den menschlichen Organismus selbst. Diese Zell-Zell-Kommunikation ist die Grundlage dafür, dass die positiven biologischen Vorgänge auch dann noch weitergeführt werden, wenn die Hochtonfrequenztherapie bereits beendet wurde. Der fünfte Punkt mit der Stoffwechselreaktion ist für mich der eindrucksvollste beim Knie. Kurz gesagt, regen wir mit den Frequenzen den Stoffwechsel im noch bestehenden Knorpel so gut an, dass dieser seine ursprüngliche Elastizität zurückbekommt. Diese Elastizität ist wichtig für die Stoßdämpferfunktion im Kniegelenk. Fehlt die Stoßdämpferfunktion, gibt es schmerzhafte Berührungen von Elementen des Kniegelenks, die sich eigentlich nicht berühren sollten. Die Stoffwechselvorgänge, die durch unsere Frequenzen erzeugt werden, gehören zum Kapitel biochemische Wirkung. Es werden über die Frequenzen Wasserstoffionen in den noch bestehenden Knorpel hineingebracht. Aufgrund der biochemischen Affinität bildet sich daraus das Molekül Wasser. Ist genügend Wasser in den Knorpelzellen, dann ist das Knorpelgewebe elastisch wie beim gesunden Knie. Da wir gerade über das Knie sprechen, lassen Sie mich auch ausführen, zu welchen Gedanken ich aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung gekommen bin. Ein Knorpelverlust im Knie tritt wahrscheinlich schon beim Menschen ein, wenn er noch nicht einmal 10 Jahre alt ist, also als Kind. Das können kleine Traumen sein, die sich das Kind beim Spielen oder beim Sport eingehandelt hat. Der damit verbundene Knorpelverlust durch mechanischen Einfluss verursacht, wird begleitet mit 2 bis 3 Tagen Schmerzen im Knie. Nicht länger. Danach schließt sich eine über 40 bis 50 Jahre ausgedehnte Zeitspanne ohne Schmerzen an, während der das Knie keine Probleme bereitet. Es ist einfach so, dass der noch bestehende Knorpel um die freien Stellen herum ohne Knorpelgewebe genügend Elastizität hat, um insgesamt als Stoßdämpfer zu funktionieren. Somit gibt es keine Schmerzen. Wenn Sie wollen, hat der Knorpeldefekt über lange Zeit des Lebens keine Auswirkungen. Jedenfalls keine spürbaren. Also Arthrose ohne Schmerzen. Erst nach der langen Zeitspanne von 40 bis 50 Jahren zum Beispiel treten durch Defizite in der Bewegung, im Stoffwechsel, im Ernährungsverhalten und auch durch negative Einflüsse aufgrund Übergewicht Probleme mit Schmerzen auf. Der noch bestehende Knorpel hat nicht mehr die erforderliche Elastizität. Die freien Stellen, die schon vor langer Zeit erzeugt wurden, geben die Möglichkeit dazu, dass sich bewegte Gelenkselemente berühren können. Das führt zu starken und noch anwachsenden Schmerzen. Jetzt erst
wird die Arthrose vom Betroffenen registriert. Ich habe es schon sehr häufig erlebt, dass Patienten nach ausgiebiger Untersuchung, zum Beispiel in einer Uniklinik, zu mir mit der Überzeugung kamen, dass sie keinerlei Knorpelgewebe mehr hätten. Ein künstliches Gelenk wäre deshalb für sie vonnöten. Ebenfalls schlossen sie, dass die Hochtonfrequenztherapie bei ihnen auch nichts mehr ausrichten könne. In jedem der mir begegneten Fälle konnte ich mich vom Gegenteil überzeugen. Ursache war nicht etwa, dass die Hochtonfrequenztherapie sensationell Knorpel erzeugt hätte in dem Gelenk. Dort sollte es ja keinen mehr geben. Nein, durch die Hochtonfrequenztherapie wurde der noch bestehende Knorpel stoffwechselmäßig wieder so elastisch gemacht, dass selbst bei diesen Patienten schon nach einer Stunde oft Schmerzfreiheit eintrat. Es kann also nicht so gewesen sein, dass überhaupt kein Knorpel mehr vorhanden war. Zusammenfassung: Alle beschriebenen prinzipiellen erkannten Vorgänge auf biochemischer und bioelektrischer Art sind die Grundlage für die außerordentlich gute Wirkungsweise der Hochtonfrequenztherapie. Es lässt sich leicht erklären, dass der Abbau von Entzündungen, Schwellungen und das Irritationsprinzip zur schnellen Wirkung führen. Die anhaltende Wirkung erklären wir uns durch die zurückgewonnene Zellkommunikation und die Wirkung des Stoffwechsels im noch bestehenden Knorpelgewebe. Soweit zur Erklärung über die Abläufe, wie wir sie bisher bei Hochtonfrequenztherapie einigermaßen durchschaut haben. Für schätzungsweise 2 Millionen Menschen konnte dieser Vorteil schon spürbar genutzt werden. Sie können sich vorstellen, wie sich bei diesen Menschen die Lebensfreude durch Schmerzminderung und Schmerzfreiheit verbessert hat. Freuen Sie sich auf morgen, dann geht es in unserem Infodienst um die konkrete Vermeidung und Bekämpfung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das wird natürlich auch wieder mit einer Methode bewerkstelligt, die keine Risiken oder Gefahren für die Patienten mitbringt.